Heute gibt's keine Britney, sondern Whitney im Intro. Let's go. Ich bin Kessim, euer Liga-Insider. Gleich kommt Guido, das ist auch ein Insider, so sieht's aus. Und damit will ich gar nicht so viel Zeit verlieren. Haut gerne hier einen Daumen rein, lasst Liebe da und damit gehen wir rein ins Video. Ja, und das Intro sollte hier von dem anderen Kollegen kommen, aber... Oh mein Gott, stimmt! Was soll ich wieder singen? Whitney Houston? Es wurde sich Whitney Houston gewünscht, mein Lieber. Du kannst es jetzt noch korrigieren. Was? Ich bin ultra schlecht in sowas. Was hat die für Liga? Ist das nicht hier Give Me One Moment in Time? Ist das nicht Whitney Houston? Ja, das müsste Whitney sein, ja. Muss ich das jetzt performen? Jetzt musst du das uncut. Okay, dann dürft ihr alle einmal ganz schnell skippen, den Cringe-Part überspringen, gib beim Bestes. Give me one moment in time. Engelsstimme, oder? Geil. Ich bin hier komplett am Mitraven. Du kannst auch weiter singen. Die Arme fliegen von rechts nach links. Sehr gut. Alter, mein Lieber. Claude Van Damme kommt hier auf seine Kosten. Ich sag, an mir ist ein Rapper vorbeigegangen. Ich glaube, ich wäre ein guter Rapper. Ja, aber mit deiner zarten Engelsstimme wärst du auch einer für eine schicke Ballade. So, mein Lieber. Der gute Kollege hier, der war zu Gast, straight in meiner Hood und sagt nicht mal Bescheid. Entsprechend darf er sich heute auf Feuer einstellen. Tobi, du warst bei Bundesliga am Start mit Tobi und Ede. Abchecken, sehr cool gemacht und deswegen erstmal, Bro, wie geht's dir und wie war's? Für die beste Woche meines Lebens, Mann. Es ist komplett unglaublich, bei sowas dabei gewesen zu sein. Ich bin jemand, ich schaue recht wenig Fußball-Content generell, weil ich mich schon selber so viel damit befasse, dann ist es halt irgendwann, hat man auch mal genug. Aber ich habe früher sehr, sehr viel Bundesliga geschaut, finde die auch einfach unglaublich lustig. Tobi Escher ist für mich fast schon eine Ikone, was so Taktikverständnis angeht. Habe ich super häufig beim Rasenfunk gehört, folgt dem schon seit Jahren. Als dann die E-Mail von ihm kam, dass ich da dabei sein darf, war das für mich die größte Ehre, die man sich vorstellen kann. Also es war toll. Wenn ich dich da noch gesehen hätte, wäre noch besser gewesen, aber es war leider alles sehr eng getaktet da, Sonntag auf Montag. Der alte Schleimer hier. Hast das aber auch sehr, sehr gut gemacht. Hat mir sehr gefallen. Danke. Ich muss aber auch ehrlich sein, ich habe es natürlich nur wegen dir geguckt. So. Feedback, mein Hase. Das war kritisch. Wir haben Ed A. Kuske und Ed Andreas Reichel mit Wortspiel. Und darf da nicht der Dennis fehlen. Das war irgendwie falsch ausgesprochen. Fair. Und darf da nicht der Dennis fehlen. Und hat natürlich den ein geiler Podcast-Titel mal wieder. Das wäre richtig schütze gewesen. Ja, richtig gut. Also, den haben wir leider liegen gelassen. Er hätte es natürlich verdient gehabt. Ich habe dann noch in der Liga-Insider Kommentaren beraten. Den hätten wir auf Weltklasse gepackt. Du wahrscheinlich auch. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Hätten wir nochmal so einen extra Stein nochmal gebaut. Und Amiri wollten auch einige drin haben. Ist ja ein Wintertransfer. Der war für mich kein Transfer. Für mich auch nicht. Der ist doch im Winter gekommen und hat doch nur verlängert, oder? Ja, genau. So ja, dann ist das für mich kein Transfer. Also ist trotzdem überkrass und der hat für mich fast Legendenpotenzial gehabt, aber es ist halt für mich kein Neutransfer. So ist es. Und vielleicht sehen wir den heute auch in der Pyramide. Wer weiß. Hab ihn drin. So, und dann haben wir Skeletilon 569. Was ihr für eine Qualität habt, ist unmatched. Vielen Dank für die Videos. Genieße echt jedes. Da, Kuss da geht raus. Das Herz raus. Unmatched der Bro. Mega schön. Von mir auch. Und das Format hat jetzt einen neuen Namen, weil das mit der Form viel nicht so klar war. Deswegen heißt sie jetzt einfach Formpyramide. Dann kapiert es auch der Letzte. Würde ich halt sagen. Dann habt ihr auch das, was draufsteht, steckt dann auch drin. So, und dann gehen wir rein, mein kleiner Brudi. Ich glaube, heute wird es kontrovers, Kessim. Ich fand's schwer. Ich fand's richtig schwer, muss ich sagen. Gespannt. Ich habe mir auch deinen Bundesliga-Auftritt natürlich genau angeguckt. Und da waren ja auch einige Mittelfeldspieler, über die geredet wurde. Und ich mir mal das ein oder andere Wörtchen von dir abgehört. Und schau mal, was du da heute so aufs Parkett zauberst. Und wir gehen wieder rein, mein Lieber. Wir starten rein in... Wir reden über die Mittelfeldmonster der Bundesliga. Die verfügen aktuell über das größte Momentum, aktuell beste Form. Wir haben Keyplayer, Schlüsselspieler des Teams, Elite, Keyplayern richtig gut, Weltklasse, die Gegner bekommen Angst und Legende, so wie du bei Bundesliga, Magnet überall oder bei YouTube auch mittlerweile überall, der Kickbase-Guide. Und am Ende veredeln wir das noch mit unserem Mann Poray. Haben wir letztes Mal vergessen, mein Lieber, deswegen hier nochmal ein freundlicher Reminder.
ganz wichtig. Normalerweise bin ich derjenige, der immer dich daran erinnert, ganz am Ende, dass wir noch picken müssen. Das stimmt. Diesmal haben wir es beide vergessen. Wird diesmal nicht der Fall sein. Wir machen das. Sehr gut. Und die Besonderheit heute, die Liste gab es schon mal vor genau 4 Wochen, ziemlich genau 15.10. Und deswegen blende ich die hier einmal über. Schöner Service für alle, die jetzt gerade zuschauen. Und da arbeiten wir wieder mit den Pfeilen. Und dann grüße ich mal Niese Krise, denn heute haben wir die adjusteden Pfeile drin. Also klettert einer eine Stufe, ein Pfeil, klettert einer 2 Stufen, 2 Pfeile und so weiter. So, und mein Lieber, ich habe hier 13 Namen drin. Und ich will diese 13 Namen in der Pyramide haben. Deswegen, ich werde hier für jeden Einzelnen kämpfen. Komm alle rein. Ja. Koste es, was es wolle. Und ich bin gespannt. Ich bin heiß. Es wird kontrovers, mein Lieber. Ja, ich habe mir die alte Pyramide auch angeguckt. Und ich kann schon mal sagen, Jamal Musiala wird heute wahrscheinlich nicht Elite sein. Und damit würde ich das Mic übergeben an den Gast. Schnapp mir das Mic. Und ich würde sagen, ich starte mir direkt mit einem Spieler rein, den du nicht drin haben wirst, damit wir direkt Kontroverse haben. I like it. Ich habe Alexis Claude Maurice vom FC Augsburg dabei. Und ich glaube, das ist so ein kleiner Guilty Pleasure Spieler von mir. Ich finde ihn einfach unglaublich gut. Ich finde, der gibt Augsburg ein Element bezüglich Kreativität und das, was er der Mannschaft auch im Spiel nach vorne liefert. Der hat richtig Qualität, der Mann. Und auch wenn er jetzt die letzten beiden Spiele, glaube ich, nicht gescored hat, fand ich ihn trotzdem im Spiel am Sonntag gegen die TSG ganz gut. Vor 2 Spielen natürlich bekanntermaßen die 2 Tore gegen Dortmund, was natürlich auch eine ordentliche Leistung war. Und für mich Claude Maurice einfach ein absoluter Topspieler und deswegen für mich auch die Definition von einem Keyplayer, auch wenn du ihn nicht drin hast. Der liest mich ja hier wie 1000 Bücher. Also richtig Qualität, hast du gesagt. Da habe ich mir erstmal aufgeschrieben, wie du. Das passt ja schon mal. Und Claude Maurice, BVB hat er vernichtet. Ich kann da so mitgehen, hab ihn aber wiederum nicht auf. Ja, ich habe ihn gar nicht drin, aber ich packe ihn mal unten aufs Sofa. Deswegen ist er der erste Mann hier in Klammern. Lustig, beim Claude, wenn du das C hast, dann ist die Klammer quasi auch wie so ein C. Gut, haben wir das auch nochmal gehabt. Ich gehe mal, auch das könnte kontrovers sein, Grifo packe ich mal eins runter. Das war sein Game gegen Augsburg vor 4 Wochen. Tor und Assist. Gegen Mainz dann 2 Wochen später hat er gut gemacht beim 0-0. Er war für mich der Spieler des Spiels, war da der beste Freiburger. 3 Torschussvorlagen da, 3 Schüsse aufs Tor. Und der ist auch gerade in den Zweikämpfen richtig griffig. Das passt dann sogar auch noch zum Namen. Und kreierte Großchancen der Liga, ist er sogar Platz 1. Und er kreiert mir hier den Key Player. Der letzte Stat, den hättest du mal sparen können. Der hat mich jetzt leider wieder ein bisschen überzeugt. Bei mir ist er komplett baden gegangen und einmal aus der Pyramide rausgerutscht, weil ich einfach ihn in den letzten Wochen nicht überzeugend fand. Dann dazu noch 2 verschossene Elfmeter, was absolut nicht Grifo-like ist. Ja. Ich weiß nicht, bei mir ist er komplett rausgerutscht. Ich fand einfach andere Spieler ein bisschen formstärker. Top 1 kreierte Großchancen ist schon, das ist crazy, das ist ein heftiger Stat. Ich würde auch die Klammer mal wieder vorschlagen, aber ich glaube, der hat gutes Potenzial, da noch reinzurutschen. Wegen nach dem Flirt. Nice. Mit wem flirtest du denn noch so auf Keyplayer? Ich flirte noch mit jemandem. Da werden die Leute wieder, da werden die Kommentare wieder vollständig. Mein Baby, mein Ein und Alles. Ja. Der Mann, den ich die ganze Saison schon promote, der es aber jetzt auch zurückzahlt. Romano Schmid von Werder. Für mich einfach unglaublich geil, wie der nochmal zugelegt hat. Gerade letzte Rückrunde und jetzt auch bisher in dieser Hinrunde hat sich nochmal qualitativ so krass gesteigert. Er hat immer noch ein, würde ich behaupten, relativ schwaches Endprodukt. Also sein letzter Ball und der Abschluss können auf jeden Fall noch besser sein. Aber die Art und Weise, wie er sich bewegt, wie er sich ins Interplay einbindet, wie viele Pässe er haben will, wie er die Angriffe initiiert, ist wirklich stark. Und auch in den letzten Wochen sehr gut gewesen. Unter anderem den Last-Second-Ausgleich gegen die Werkself geschossen. Deswegen Romano Schmid, ein Keyplayer für mich. Was soll ich dir sagen? Wie Guido, kannst du dir denken? Sticht? Ich dachte gerade, du sagst, du hast ihn nicht dabei, dann wäre ich in den Krieg gezogen, Kesse. Hält hier gerade die Last runter, klar. Yeah. Ich würde sagen, er ist sogar im Interplay so gut wie wir beide. Von daher. Wir sind schon stark, Kesse. Ja, lass uns mal nicht unterbuttern hier. Habe ich ja auch so. Ich habe noch geschrieben, es ist natürlich dein Zauberspieler von der Weser. Den hast du natürlich auch im Team, deswegen bist du natürlich auch ein bisschen committed. Da glaube ich auch noch ein ganz gutes Snippet noch gescoutet auf Social Media, wo du da so rumschreist.
Absolut empfehlenswert. Absolut, auf jeden Fall abchecken. Kanäle blende ich natürlich auch ein. Und ja, letzten 4 Wochen, ich habe mir mal den Kickbase Average angeguckt. 132, also das kommt ja auch nicht von ungefähr. Ja. Von daher sticht er hier rein in die Pyramide. Sehr nice. Ist new drin, new player. Yes, verdient. Nice. Alright, wen hast du, Kessim? Auch raus. Cool, ich hab noch einen 9 und das könnte vielleicht auch kontrovers werden, denn auch Nusa ist für mich Newcomer. Er ist 19, er hat gerade so eine Kurve. Der gefällt mir gerade so über auch sein Spiel, Zusammenspiel da mit Baumgartner, Kampel, auch gerade am Wochenende gegen Gladbach sah das sehr nice aus. Der muss noch mehr Torschussvorlagen produzieren, das habe ich mir hier geflaggt quasi für ihn. Der muss auch noch mehr aufs Tor schießen, aber mir gefallen die Dribblings gerade auch gegen deinen Lieblingsspieler oder der von Paul, jetzt habe ich ja alle drei auch genannt, gegen Skelly, den mögt ihr ja alle gerne. Ein ums andere Mal schwindelig vernascht, von daher dribbelt er sich hier für mich auch in Key Player. Das ist mehr so ein Eye-Test-Call, aber ich mag das, was er macht. Habe ich auch drüber nachgedacht. Ich kann sagen, ich habe ihn nicht mit drin, aber ich gehe eigentlich voll mit dem mit. Ich finde es auch cool, wie der sich nach der Xavi-Verletzung entwickelt hat. Also der wächst da total rein, übernimmt mehr Verantwortung. Ja. Hat jetzt scorermäßig, wie du sagst, noch nicht wirklich viel Gewalt mit drin, aber das brauchst du auch nicht unbedingt. Ich bin da auch so ein Freund von Bewegungen, von der Art und Weise, wie er spielt. Gebe ich dir voll recht, ich habe ihn nicht mit drin, also nochmal Klammer. Aber ich check den Call auf jeden Fall. Ich habe auch drüber nachgedacht. Sehr cool. Dann spiele ich den Ball wieder rüber. Ja, bei mir droppt jemand richtig doll runter. Und zwar von Weltklasse auf Keyplayer. Ja. Und hört auf den Namen, den ich letztes Mal sogar gerne um die Legende kämpfen lassen habe. Michael Olise, Nein, sticht doch nicht. Doch nicht. Olise für mich einfach ein bisschen runtergedroppt, aber liegt auch daran, dass er ein, zweimal geschont wurde oder früher ausgewechselt wurde. Ist trotzdem, wenn er spielt, immer noch komplett überragend und gehört für mich hier definitiv mit rein. Aber ich würde ihn nicht höher als Keyplayer packen in der letzten Zeit, muss ich ehrlich sagen. Ich würde sagen, das wird ja wieder eine Knobelfolge. Ich habe ihn auf Elite natürlich. Ja. Bochum Union, Big Delivery. Ich gebe dir das, er hat nur ein Tor geschossen, so. Er ist für mich aber der aktuelle Aktivposten da, auch wenn er spielt. Du hast natürlich jetzt auch drin gehabt, 12 Minuten gegen Pauli. Ne, struggelt gerade ein bisschen mit den Minuten, ist aber für mich einer der super Dribbler der Liga. Und er nimmt sich auch die Shots. Und das sind für mich 2 Key-Werte für Elite. Mhm. Ich packe ihn in Klammern. Ich muss hier wirklich fighten. Kannst du mal den machen, wo du gerade gesagt hast, sticht? Ich glaube, da können wir uns dann recht schnell einigen. Ich komme jetzt schon durcheinander mit meinen Notizen hier. Viel Spaß. Ich habe hier Xhaka. Pass auf. Wir können direkt einloggen. Olise, Weltklasse, Xhaka. Was? Player. Hä, wieso jetzt Olise Weltklasse? Sorry, gar nicht. Sorry, nee. Olise Elite, wie du ihn hattest, und Xhaka Keyplayer. Du kannst direkt einloggen, weil ich hab's umgekehrt. Ich bin aber vollkommen offen, das zu ändern. Weil ich hab Xhaka einfach nur wegen der Konstanz ein bisschen höher gehabt, aber wirklich stark war der jetzt auch nicht in den letzten Wochen. Deswegen, wir können das gerne direkt switchen, dann hast du auch nicht so viel Zeit, nicht so viel Spaß im Editing. Olise Elite, Xhaka Keyplayer. Und dann kannst du auch deinen Senf dazu abgeben. Der persönliche Guide heute. Ich habe ihn bei Comunio. Ich bin Xhaka-Besitzer da. Er macht mir richtig gute Points. Aber weißt du, wer das bewertet? Die Bewertung erfolgt in Zusammenarbeit mit Sportmonks. Ja, Bro, einfach die Monks am Start. Und Opta bewertet das ein bisschen anders. Opta bewertet das nicht optimal für ihn, so würde ich sagen. Und ich erwarte aktuell mehr. Also wir kennen Xhaka von der letzten Saison. Und er hat für mich auch gerade nicht mehr diesen Output. Ich habe mir nochmal die Pässe angeschaut. Die Passquote, die ist nach wie vor top, aber die Frequenz nimmt hardcore ab. Das ist so, weil Leverkusen auch einfach nicht mehr die Dominanz versprüht. Und deswegen habe ich ihn hier 2 runter auf Keyplayer geparkt. Also ich weiß auch nicht, da ist gerade so ein bisschen der Wurm drin, haben wir ja auch gesehen im Spiel gegen Bochum, dass sie auch sowas dann nicht zu Ende gespielt bekommen. Gegen Stuttgart nutzen sie die Chancen nicht. Also irgendwas fehlt da gerade und Xhaka ist leider auch ein bisschen der Leidtragende davon, deswegen nur Keyplayer. Ja, ich habe auch gerade nochmal die Kickbase-Punkte reingezeigt. Ist halt super konstant, also 4 grüne Balken in den letzten 4 Spielen, aber es ist halt so, da fehlt halt noch was. Ich meine, diese Punkte macht er halt natürlich unter anderem auch, weil er saugut ist, aber auch einfach viel durch die Rohpunkte-Gewalt von Leverkusen. Gibt dir aber voll recht, deswegen der Switch für mich vollkommen in Ordnung. Da ist Olise, was gerade Impact auf die Mannschaft angeht, jetzt zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser, deswegen
finde ich das ganz gut. Dann haben wir die direkt geswappt und sind uns mal hier schön einig. Stark. Perfekt. Dann mache ich mal weiter. Wirf die Punkte bei einem Top-Club ab, wie du beim Premier League Top-Club. Jemand, den ich persönlich in dieser Pyramide sehen will, Kassim. Und bitte, da bin ich bereit zum Diskutieren. Du wirst ihn aber safe auch drin haben, weil du hast Ball-Knowledge. Tom Bischoff von SC Hoffenheim. Geil. Finde ich überragend, weil Tom Bischoff, geile Entwicklung. Vor der Saison, ich hatte ihn gar nicht so wirklich auf dem Zettel gehabt. Es gab so zwei, dreimal die Situation, dann Prömel, dann war aber auch unsicher, spielt ein Turmschuh, spielt ein Bischoff. Aber das ist der absolute Platzhirsch da an seiner Stelle. Der ist auch nicht mehr rauszudenken. Geile Steckpässe, also wirklich unglaublich geile Steckpässe. Sehr ballsicher, teilweise auch gut in so kleinen Bewegungen, sich in den Druck zu lösen oder aus dem Druck rauszulösen. Gefällt mir super gut, deswegen für mich ein absoluter Keyplayer. Auch wenn die TSG aktuell Müll ist, ist Tom Bischoff da ein kleiner Lichtblick. Deswegen für mich Keyplayer Tom Bischoff. Ich habe schon einen Stich vernommen. Nee, Sticht im Sinne von diskutieren, weil ich habe ihn sogar auf Elite. Geil, ewig. Ja, er ist mein Young King. Und das habe ich mal ganz zu Beginn der Saison gesagt, das hast du dann auch irgendwann gesagt, dass er dir auch so Angelo Stiller-Vibes gibt. Ja, das haben wir beide drin. Und ich habe es genau wie du, er macht für mich auch den nächsten Step. Ich hatte ihn wie du auch nicht so richtig auf dem Schirm. Und jetzt so nach 2 bis 3 Jahren, die hatten viele auch auf dem Radar. Und jetzt merkt man so der Breakout, ne? Und da muss man auch sagen, Pellegrino, was er gemacht hat, also klar, der ist jetzt gefeuert. Aber Installation von Tom Bischoff. Mega. Also das muss man ihm wirklich lassen. Christian Ilzer. Das ist der einzige Spieler, den Pellegrino Materazzo jemals gut entwickelt hat. Muss man fairerweise dabei sagen, aber das hat er tatsächlich gut gesehen. Auch letztes Jahr hat er schon echt einige Einsätze bekommen. Ja. Mal gut. Und jetzt wird wahrscheinlich Christian Ilzer das Ruder übernehmen, wie man so liest bei Hoffenheim. Und du hast den Steckpass, ich habe auch Schnittstellenpass, ich habe es genau so und der ist für mich Definition. Also der Steckpass ist für mich die Definition eines Topspielers. Und der spielt den schon so scharf. Und du hast auch die Pressure Release quasi auch gerade drin gehabt. Auch das ist ein super Stat. Und ich sehe auch, dass du jedes Spiel guckst. Sehr nice. ist für mich gerade auch der Spieler, der das Ding gerade übernimmt bei der TSG. Deswegen, wenn du offen bist für Komm, Talk locken wir ein. Dann ziehen wir einen von meinen runter. Ich bin open. Let's go. Sticht. Sehr gut. Top. Dann, mache ich noch hier. Wir haben, das geht auch eigentlich schon ganz gut durch hier. Also wir haben jetzt hier Schmied. Ja. Wir haben Chaka und Olise und Bischoff schon mal auf Elite geparkt. Sehr gut. Und wir haben ein paar in Klammern. Da haben wir Nusa, Grifo, Claude Maurice. Yes. Reverse. Das sind die drei, die wir noch offen haben. Ja. Ich habe auch gerade schon so ein bisschen rumsortiert hier. Nice. Sehr, sehr cool. Gut. Jo, ich habe noch ein paar. Ich tanze mal mit dir die Gladbach-Party. Düb. Krieg gleich so einen guten Fohlen-Vibe. Bin ich gleich eigentlich schon wieder im Zoo unterwegs. Aber wie findest du die Torhymne? Die ist richtig gehatet. Ich finde die übergeil. Ja, ich liebe das. Übergeil. Ich liebe das. Düb. Ich bin den ganzen Tag anhören. Ja, geil. Hast du ja auch wieder 4-mal auf die Ohren bekommen da live. Dreimal. Ja. Du hast ja dann wieder ein Tor verpasst. Gut, warst ja noch im Stau da. So, Torschussvorlagen. Letzten 4 Spiele. Frank, 11 Stück. 4 kreierte Großchancen, auch das ist ein super Top-Wert, haben nicht mal Topspieler zum Teil. Und seit 4 Spielen ist die Borussia ungeschlagen. Das liegt vielleicht nicht nur an der Personalie Player, sondern auch an Frank. Deswegen gib mal Frank hier den Schlüssel. Yes, Frank Honorar. Ich habe ihn auch bei Keyplayer, hat er sich absolut verdient. Auch hier der, ich sag jetzt mal, Receiving End von so Steckpässen. Der Mann ist unstoppbar. Wenn du den in die Schnittstelle bekommst, dann machst du nichts. Also dann gibt es vielleicht Fonzie Davis, der den noch einholen kann, aber wenn der mal beschleunigt ist, vorbei. Ich finde ihn einfach übertrieben geil. So wie Gladbach aktuell spielt, auf dieser Position, das ist auch genauso, wie er damals in der französischen Liga, ich glaube bei Brest war er vorher, richtig viele Scorer gemacht hat, genau in so einer Rolle und wächst da gerade richtig rein und ich glaube, das kann sogar noch krasser werden in den nächsten Wochen. Deswegen Franck Honorat, unser Mann, absolut verdient im Keyplayer drin. Nice, hat den Speed-Test bei Tobi bestanden. Definitiv. Und ich bin ein Speed-Fanatiker. Ah ja. Ich bin ein Stürmer, ich habe einen Stürmer-Fetisch und ich habe einen Pace-Fetisch. Ah, wenn Leute schnell sind, ich finde das super. Geil. Right. Dann, also meine sind alle weg. Ich bin auch durch tatsächlich, aber wir werden. Ich hab dafür ja quasi noch 4 Elite-Spieler. Oder, nee, Quatsch, wir haben Olise gelockt. Ich habe noch 3 Elite-Spieler. Deswegen, wollen wir mit Elite weitermachen und dann erst einsortieren? Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Ja, das können wir gut machen. Ich habe nämlich auch nur noch
2, ne? Genau, deswegen. Wir haben ja bei dir Bischof und Ulisse. Und Bischof habe ich ja hochgezogen, da war aber ein anderer bei mir. Ja, genau. Dann mach den mal. Passt perfekt, dann mache ich den mal. Ich habe Chris Führig auf der Elite-Position gehabt. Ich kann mir vorstellen, dass es dir von der Sample-Size her noch nicht groß genug ist, aber die letzten 3 Spiele, ich muss dazu sagen, inkludiert Champions-League-Spiel, fand ich Chris Führig überragend. Also wirklich extrem gut. Der kommt gerade wieder in so eine Form rein, die wirklich angsteinflößend ist. So ein bisschen der Führig aus der letzten Saison. Und Thema Momentum, der ist für mich gerade das Momentum in Person. Also ich sehe da auch, selbst wenn Jamie Leveling jetzt nach der LSP fit sein sollte, keinen Weg an Chris Führig vorbei. Der ist für mich da der absolute Macher gerade beim VfB und ich glaube, dass sie da jetzt wirklich von jemandem profitieren können, der auch wieder hungrig ist. Ich finde, das merkt man in den Spielen, der hat richtig Bock, der traut sich Sachen zu, der geht in Situationen wieder rein. Chris Führig habe ich komplett begeistert in den letzten Spielen, deswegen habe ich ihn sogar am Ende in Elite reingepackt. Ist... Hast du gar nicht dabei. Ist ein starker Call. Ist, ja. Ich habe den auch wahrgenommen. Ich habe Pokalspiel da auch gesehen mit Siegtor. Boah, ich fand ihn auch, er war auch einer der stärksten VfBler am Wochenende gegen Frankfurt. Das habe ich mir auch angeguckt. Der beste Spieler auf dem Platz mit Abstand. Ja, da habe ich noch einen anderen, auch auf Elite, aber kommen wir gleich zu. ich habe ihn in Klammern. Ich finde den Call. Ich will ihn dabei haben. Es ist ein Momentum-Call und da du auch viel Momentum gerade hast, würde ich dir die Hand reichen für Key-Player. Perfekt. Darauf können wir uns einigen. Okay, Wunderbar. Dann machen wir das. Mhm. Müssen wir noch gucken, wie wir gleich noch unten runterfallen lassen, aber das machen wir dann. Noch einen aus dem... Ich habe aus dem Spiel keinen mehr. Dann machen wir bitte den aus dem Spiel. Dann haben wir, glaube ich, unsere Key-Player voll. Was ist denn mit dem Engel? Angelo. Stiller. Am Wochenende. Gib mir nicht so viel. Hau ab jetzt. So. Am Wochenende 80 von 90 Pässen angebracht. Das Ding war, also der spielt so clevere Pässe. Das Ding war, wir haben die Liga in der Liga, spielst du immer One-on-One. Ich musste gegen XC12 spielen, deswegen der hatte Stiller. Deswegen musste ich mir natürlich, Stiller habe ich natürlich im Fokus dann gehabt. Ich habe natürlich auch verloren gegen den Sack. Nochmal da schöne Grüße raus. Und Stiller, also was der da macht in 90 Minuten, erstmal holt er den Elfer raus. Positioning und Surrounding Scan, also überkrass. Dann hat er den nicen Kopfball-Assist auf Woltemade, einfach mit Liebe, so einfach, ne? Super gut. Der ist richtig bissig in den Zweikämpfen, gefällt mir auch richtig gut. Also gib mir mal hier Pässe, gib mir Zweikampf-Power, gib mir schlau. Ich brauche schlaue Jungs hier auf Elite, deswegen Stiller, mein Mann. Okay, ja, ich habe ihn gar nicht mit dabei. Ich fand ihn jetzt am Wochenende auch wirklich überragend gut. Und dann merkt man auch, also bei mir dann so ein bisschen, nicht heuchlerisch, aber ich sag zum Beispiel Chris Führig, aufgrund des wirklich aktuellen Momentums mit dabei und sogar in Elite und Stiller dann nicht. Aber beide sind eigentlich, glaube ich, recht ähnlich von der Momentumphase, weil die jetzt gerade richtig Speed aufnehmen. Ja, kann man absolut machen. Ich würde ihn auf jeden Fall mal mindestens in Keyplayer reinpacken. Das können wir schon mal machen. Okay. Aber dann muss ich ja noch irgendeinen dabei haben, den du gar nicht dabei hast. Weil ich habe noch 2 Spieler bei Elite über. Einmal nur ganz kurz. Ja. Claude Maurice war für mich auch ein bisschen No-Show am Wochenende. Ah, den können wir wegpacken. Der muss schon mal. Ja! Okay, da ist er raus. Und Grifo aufgrund der Elva schießen wir ihn leider jetzt auch aus der Pyramide. Würde ich dann so begründen. Ja, genau. Der ist ja schon nur in Klammern. Downfall. Also Grifo, Claude Maurice nicht. Nusa wird dann wahrscheinlich auch nicht reinkommen, weil wir hätten ja noch eine Position bei Keyplayer übrig. Gut, das könnte Stiller sein. Kommt aber darauf an, wie du meine 2 anderen Elite-Spieler siehst. Ich glaube, die müssen wir vorher machen. Okay, ich habe Stiller mal hier in die Klammer. Könnte auch noch ein Elite-Spieler von dir kommen. Alles ist offen, mein Freund. Hast du Palinja nicht dabei? Ich habe den nicht dabei, ne. Das ist krass, ich habe den sogar in Elite. Alter, der hat mich gebrochen. Ja. Das ist aber wieder so ein Call von dir. Wie bei Kim, den hatte ich dann drin. Palinja hatte ich letztes Mal drin, da hast du ihn gar nicht drin gehabt. Ja. Jetzt hier bei Transfer. Okay, also, ich hör mir alles an von dir. Genau. Habe ich mir gar nicht so viel zu rausgeschrieben. Ich finde einfach, der hat richtig Plug and Play. Nach der Pavlovic-Verletzung ist der reingekommen, hat direkt abgeliefert, ohne einen Fehler zu machen, in der aktuell bestspielendsten Mannschaft in der Bundesliga. Nichts Spektakuläres, aber auf einem elitären Level an Selbstverständnis und Sicherheit, dass ich ihn am Ende in die Elite reingepackt habe. That's pretty much it. Und ich finde den auch deutlich stärker aktuell als ein Anschlussstiller, muss ich sagen. Ist total valide. Er hat mich ein bisschen gebrochen, weil auch im Duell gegen XC12, ich habe da Palinja, ich bin auch selber Palinja. Am Wochenende war eklig, ja. Ja, das waren nicht so viele Minuten da gegen Pauli. Wurde er überhaupt eingewechselt? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, doch, kam rein. Der Siegbonus noch abgeknipst, aber... Ja,
Das ist ja wieder toll für den Schnitt. So, wir haben hier stiller. Guck mal, das passt doch. Waren wir stiller in Keyplayer und Palinja in Elite. Wunderbar. Warte mal ganz kurz. So leicht kommst du nicht davon. Aber können wir machen. Können wir machen. Okay, fair. Weil dann, ich bin mir recht sicher, dass wir den letzten Elite-Spieler gleich haben. Ja, gucken auch viele Bayern-Fans das Video, ne? Ja, komm. Nein, wir hätten ihn auch so reingenommen. Aber wie gesagt, die No-Show war hart. Aber ich sehe auch, Tackling, Zweikämpfe und Passquote ist er top-notch. Deswegen 100%. Ist das für mich 100% valider Call. Und ich meine, er kann ja nichts dafür, dass er am Wochenende auf die Bank gesetzt wurde. Der hat davor komplett abgeliefert, ohne einen Fehler zu machen, in Champions League, in der Bundesliga. Ja. Ja. Für mich keinen Grund, dass ich den nicht in die Elite reinpacke. Letzter Elite-Spieler, Kassim. Bin gespannt, ob wir den gleichen haben. Ich denke schon. Da haben wir den gleichen. Soll ich den sagen? Ja. Okay, dann sagst du jetzt aber einmal Sticht. Sticht? Und das ist Nadiem Amiri. Ja, Sticht, Kassim. Let's go. Geil. Ist für mich ein Sparspieler. Also ist auch egal, gegen wen er spielt. Letzte Saison haut er dir da einen Freischuss in München rein. Jetzt dominiert er da BVB weg. Torschussvorlagen, letzten 4 Spiele, 15 Stück. Gegen Freiburg, da war er, glaube ich, nicht fit. Deswegen hat er da auch keinen gehabt. Maestro-Wert ist das trotzdem. Also Wahnsinn. Heatmap, Bro. Also der ist literally, also der ist wirklich überall. Ja. Überkrass. Krass. Dann hat er noch die Standardgefahr, deswegen hast du da auch immer noch so kleine rote Punkte an der Eckfahne. Passschärfe, flagge ich ihn mal, da geht noch mehr. Und der strahlt aber so viel Gefahr aus. Deswegen geht es hier ein hoch von Keyplayer auf Elite. Und ich habe auch gehört, der sticht. Ich liebe Nadiem Amiri. Ohne Spaß. Hammer. Ich bin so ein Nadiem Amiri-Fan. Ich habe den in meiner Homie-Liga und ich enjoy jedes einzelne Spiel, wo ich dem zugucken kann. Ja. Überall in der Kicker. Habe ich auch in Elite, sticht. Nice. Super geiler Typ. Kassim, kleine Zwischenfrage. Hast du AirPods drin? Nein, oh nein. Dann kannst du es jetzt noch machen, wenigstens für den Rest. Ah, scheiße. Ja, okay, machen wir. Live hier. Oh nein. Mich gerettet. Ich habe an dich gedacht, nur leider zu spät. So. Hört man mich? Ich höre dich noch, ja. Nee, warte. Die AirPods sind drin, mein Lieber. Ich habe ein bisschen was rausgeschnitten. Ja, easy. Aber super, du hast mich wieder gerettet. Danke. Wenigstens für die letzten Minuten. Sehr gut, sehr gut. Right. Damit sind wir durch. Wir haben Keyplayer komplett voll, wir haben Elite komplett voll. Und dann haben wir nur noch Weltklasse und Legende über. Und da werden wir die 4 selben Spieler haben. Da gibt's kein Kim. Jetzt auch mit noch geilerem Sound. Yes, so sieht's doch aus. So sieht's doch aus. Wir haben dieselben. Es wird eine Nuance geben. Natürlich, wie in jeder Folge mit uns beiden. Mhm. Aber ich kenne deinen Call. Der ist obvious. Aber vielleicht habe ich auch eine Anekdote dazu. Wir hören mal rein. Soll ich da... Ich habe ja Amiri schon gesagt. Mach du doch mal. Weltklasse. Okay, ich fange mit einem an, den wir, glaube ich, beide in Weltklasse haben werden. Hoffentlich. Mhm. Flo Wirtz. Habe ich jetzt eine Legende gepickt? Sticht. Okay, sehr gut. Machst echt den schwersten Call, machst du direkt. Ja, aber der ist für mich der obvious. Weil okay. Flo Wirtz ist überkrass, aber Leverkusen ist gerade so trash, dass er halt, also er funkelt da wie keine Ahnung was, ist wirklich völliger Wahnsinn, aber ihn zieht seine Mannschaft so ein bisschen runter. Leverkusen hält Florian Wirtz zurück, sonst hätte er wieder einen validen Call für Legende in der Woche gehabt. Gibt's eigentlich nicht viel zu sagen. Florian Wirtz macht wenig bis nichts verkehrt, alles immer noch auf einem unfassbaren Level, weil aber Leverkusen gerade so doll struggelt, finde ich, hat er es nicht verdient, weiter hochzukommen und deswegen bei mir am Ende in Weltklasse. Nice. Ich runde das ab mit ein bisschen Data. Bester Dribbler der Liga. Kreierte Großchancen die 8. Schüsse aufs Tor die 5. Meisten Sprints, meisten intensive Läufe. Hört man auch gerne mal im Fanshow-Sport. Dann Schnittstellenpass, den haben wir alle gecallt gegen Bochum. Lassen die meisten zu. Wie würdest du sagen? Silk as Butter, sagt hier mein Habibo. Und spielt den dann auch da perfekt rein, ne, zum 1-0. Aber ich hab's genau wie du. Die kriseln hart. Deswegen, ich fühle auch so ein bisschen, der ist vielleicht auch ein bisschen unter Druck. Letztes Jahr war das alles so automatic, ne? Jedes Spiel, so schnelles Tor, 2-0, 3-0. Und jetzt ist ja eher am Anfang der Saison gewesen, du führst 2-0, wie zum Beispiel auch gegen Leipzig oder auch gegen andere Gegner. Du gibst das immer her, ne? Und deswegen ist es für mich gerade hart. Ich finde, er hat so ein bisschen Pressure und er findet gerade nicht den Pressure Release. Zu Beginn der Saison hatte er 4 Tore. Und das sind aber insgesamt auch seine Toranzahl, ne? Das sind seine Saisontrefferzahl in den ersten 4 Games. Und deswegen Leverkusen braucht seine Treffer und die hast du gerade nicht. Deswegen geht's 1 runter für Flo.
passt für mich perfekt. Habe ich genauso. Yes, sir. Nice. Und dann weiter geht's. Gehe ich mal weiter zu einem Bayern-Spieler. Ja, wir haben nur noch Bayern-Spieler. Ja, nee, sehr gut. Und ich gehe mal zu, ja, zu King Josh. Also der ist halt für mich wieder einfach wieder der Kimmich, der sich da wohlfühlt, wo er spielt. Der ist für mich die Definition der Bayern-Dominanz. Das siehst du auch in allen Werten. Wenn er eins hoch will, dann muss der hier noch scoren. Das habe ich so auf dem Zettel. Ist aber so schon der absolute Carrier der Bayern gerade. Spielt auch jedes Spiel durch, das ist auch krass. Und hat die zweitmeisten Kilometer der Bundesliga abgespult. Fun Fact, Jackson Irvine hat da die meisten. Deswegen kriegt er hier die Silbermedaille und auch nur die Weltklasse. Ich habe Joshua Kimmich auf Legende. Er ist für mich gerade der beste Mittelfeldspieler der Bundesliga. Alter, das, okay, was Joshua Kimmich in den letzten Wochen Spiel für Spiel auf den Platz bringt, habe ich selten gesehen. Also ist, glaube ich, wirklich ehrlich der beste Kimmich, den ich jemals gesehen habe. Also es ist also nicht nur ich, sondern ich habe alles von Joshua Kimmich gesehen, aber es ist der beste Kimmich, den ich jemals gesehen habe, mit Abstand. Und ja, für die anderen beiden, der eine glänzt halt brutal mit Scorern, der andere carried die komplette Mannschaft. Ja. Ich finde aber trotzdem, Kimmich ist der Mann, wie Svenno sagen würde. Er bringt die Konstanz rein, er macht es Woche für Woche ohne Ausnahme, gefühlt jedes Spiel 130, 140 Pässe an den Mann. Ja. Er ist so wichtig für Bayern. Es ist aber, wie du sagst, es sind Nuancen. Also ich bin jetzt nicht, da ich sage, ich muss den auf Legende haben. Das können wir am Ende dann von mir aus gerne nochmal überlegen. Aber ich persönlich habe ihn jetzt diese Woche als den besten Mittelfeldspieler der Bundesliga drin gehabt. Das ist ein valider Call, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wie es gerade ist. Die sind alle valid. Also finde ich jetzt ehrlich, die drei Bayern-Spiele, die wir übrig haben, die könntest du alle auf Legende packen. Es kommt darauf an, aus welcher Perspektive du es siehst. Ich will zurück zu meiner Anekdote. Mhm. Und zwar habe ich ja Bundesliga geguckt und irgendwann habt ihr da diese Sky-Elf eingeblendet. Ja. So, und dann war so ein bisschen, dann war diese offensive Mittelfeldposition, wird dann da eingeblendet. Ja. Und da war ja Wirtz. Und dann hast du sowas gesagt von wegen, ja, ne, da muss man halt gucken, ne, will man jetzt hier den Schnittstellenpass oder das Traum-Fernschusstor gegen St. Pauli. Und da habe ich gefühlt, dass du eigentlich gerne interveniert hättest, vielleicht sogar mit Jamal. Ja, wirklich? Ja, guck mal. Natürlich, Gerson, du kennst mich. Ja, natürlich. Wenn ich das zweite Mal in der Show gewesen wäre, wäre ich da hier in den verbalen Krieg gezogen. Hätte gesagt, Nee, Jamal muss hier rein, Freunde, das geht gar nicht. Ja, das war so mein Gefühl. Ich hätte, weil da, du saßt da so, ne, wie ein lieber Junge auch. Ach, so höflich. War mein erstes Mal da. So, da muss man ja nett sein. Und ich habe mir in dem Moment gedacht, Marke, der hätte mich hier angeschrien. Der hätte mich hier komplett durchs Mikro gezogen und gesagt, Alter, kannst du Jamal nicht auf Legende packen? Ich mach mal den Case für Jamal, weil er ist meine Legende. Ich habe auch eigentlich nicht viel geschrieben. Er ist Jamal halt. Er ist in den Stats vielleicht auch gerade gar nicht so überkrass, aber er ist trotzdem die 4 in den Dribblings. Ich sehe die Schüsse, das sind seine Go-To-Bereiche. Und ich finde einfach Bewegung, Skill. Und er macht auch das Siegtor gegen Pauli auch aus dem Nichts. Also der kann dir gerade auch einfach jedes Spiel entscheiden. Und das, der Unterschied zu Wirtz, er entscheidet jedes Spiel. Und deswegen ist Jamal episch meine Legende. Das Krasse ist halt, wir bewerten ja nur Bundesliga, aber der Mann hat gegen Mainz im Pokal einen Hattrick in der ersten Halbzeit geschossen. Auf. Eine Woche später das 1-0 Siegtor in der Champions League geschossen. Der macht einfach gerade Dinge unmatched. Also für mich war es auch 50-50 zwischen Musiala und Kimmich. Ich dachte, ich gehe dann mit dem, wir bewerten ja immer 4 Spiele und weil er im ersten Spiel noch wegen der Verletzung ausgefallen ist, hat Kimmich dann den kleinen Edge bekommen, weil er nochmal konstanter da ist. Aber wenn wir rein das Momentum sehen und das, was der Spiel letzten Endes für einen Impact hat, let's go. Kessel, das ist wie bei Kleindienst, du musst mich nicht überzeugen, um dir irgendwo höher reinzupacken, deswegen Jamal ist unsere Legende, bin ich sofort dabei. Ui, okay, krass. Also ich wäre auch offen gewesen, dir das Geschenk zurückzugeben. Aber okay, du willst Jamal auf Legende, wir machen Jamal auf Legende, ist ja eh. Hell yeah, let's go. Für mich, okay, geil. Kleindienst und Jamal, die kannst du von mir aus immer höher packen, da musst du nicht groß argumentieren. Hammer. Aber du bist natürlich auch der Kickbase-Guy, deswegen hast du natürlich auch einen guten Kickbase-View. Und ich glaube, rein von den Punkten her ist, ich kann falsch liegen, aber ich glaube, Kimmich, der beste Punkt der letzten 4 Wochen. Ich sehe da ja nichts mehr unter 200. Also. Das ist wirklich absurd. Also die Konstanz, die Kimmich aktuell hat, das ist völlig affig. Ich weiß aber gerade gar nicht, ob, also Kimmich hat auf jeden Fall mehr Punkte als Jamal. Aber ich weiß gar nicht, ob Kimmich der beste Punkt in den letzten Wochen ist. Er ist auf jeden Fall, glaube ich, immer noch Top 3 in der App, was komplett krank ist, ohne oder vielleicht 2 oder 1 Scorer, ist absurd.
ja, aber Jamal macht gerade Dinge, da. Ich bin ja sowieso Team Jamal. Ich weiß, dass dass eure Liga Insider Crowd oder generell die das Board immer Team Würz ist. Gerade Svenno ist ja bekannter großer Würz-Fan. Ja, oder ja, ja. Immer ganz clear. Ja, ja. Für mich ist es immer schon Jamal gewesen. Und jetzt gerade ja. Jamal gibt alles, um dieses Battle hier gegen Svenno zu gewinnen. Nice. Man kriegt Svenno auch noch seinen kleinen. Bist du Team Würz oder Team Musiala? So insgesamt gesehen. Oh Mann, ich feiere ja diesen Leverkusen-Swag. Ich liebe auch die letzte Saison. Ich finde, das war so eine geile Saison und ich habe Wirtz da auch über alles gelebt. Ich kann dir das gar nicht sagen. Ich liebe die beide irgendwie, weil ich Jamal Musiala auch einfach so diese engsten Raum einfach. Ich habe Wirtz natürlich auch live gesehen gegen Kiel. Also was der an Außenlinien macht, also das ist unglaublich. Du hast Jamal ja auch live gesehen. Hast du, ne? Nee, ja. Der ist ausgefallen, als ich in der Allianz Arena war. Aber ich habe ihn schon live gesehen. Jetzt vor kurzem nicht, aber ich habe ihn schon live gesehen. Und du saßt doch mit ihm auf der Tribüne da, stimmt. Stimmt, ja. Der war wirklich bei mir auf der Tribüne. Ja, ja, lustig. Aber ich kann dir das gar nicht. Ich finde die beide so. Ich bin auch happy, dass wir die in der Bundesliga haben und ich hoffe, dass sie auch nicht wechseln. Dass sie so lange wie möglich in der Bundesliga erhalten bleiben. Ob wir jetzt dann nochmal ins Ausland gehen. Ja. Ich denke. Musiala wird bei Bayern Ikone werden. Ja, ja. Naja, ist, glaube ich, ein anderes Thema. Das kann so sein. Ja. Letzten Spieler, den wir beide haben, ist Kingsley Coman. Ist quasi einfach so ein bisschen einfach die Scoring-Power in den letzten Wochen bei Bayern mitgebracht, hat da Gnabry nicht verdrängt, sondern hat einfach die Bundesliga-Spiele bekommen und wir bewerten ja die Bundesliga-Leistungen. Da hat er komplett abgeliefert, 7-8 Scorer gemacht in den letzten 3 Spielen, also komplett on fire Kingsley und deswegen für mich vollkommen verdient der letzte Spot im Weltklasse-Teil. Hast du gesagt 7-8 Scorer? Mhm. Ja, ganz so viele waren es nicht. Also letzten 4 Spiele 4 Scorer, 3 Tore, 1 Assist. Aber, echt? Das wäre mehr. Krass. Ja, genau. Aber Tempo habe ich auch, Dribbling, gute Physis. Ich habe auch nur King is King auf Weltklasse. Nice. Und ich habe eine Frage aber für dich, weil wir es gestern auch hatten bei uns im Video. Würdest du aktuell Gnabry abgeben? Ist schwer. Kommt auf die Situation an. Wenn du mit Reset-Liga spielst, ist eigentlich egal, egal welche Ligaform du spielst. Ich würde ihn jetzt gerade nicht abgeben, weil mein Call ist, dass sich das nach der Länderspielpause komplett dreht. Dass Gnabry die Bundesligaspiele bekommt und Coman unter der Woche spielt. Und dann ist Coman plötzlich irrelevant und Gnabry ist der Mann. Deswegen, ich würde gerade Serge Gnabry nicht abgeben. Oh, heißer Call. Oh, das ist auch ein heißer Call, aber gefällt mir auch. Spannende Ansicht, ja. Kann gut sein, weil King ist ja auch in der richtig guten Form. Also, aber ich glaube, die sind beide halt so gut, dass die Form eigentlich egal ist, sondern das Company einfach 50-50 rotiert, weil beide so gut sind. Und ich glaube, nach der LSP wird wieder A-Besetzung gespielt. A-Besetzung ist weiterhin für mich Olise und Gnabry. Und dann kriegt Coman halt die Champions-League-Spiele. Und Gnabry darf immer am Wochenende ran. Deswegen würde ich jetzt deutlich eher Coman als Gnabry verkaufen. Ich finde den Pick valide, weil die nächsten Gegner nach Augsburg auch heißen Dortmund und Leverkusen. Es kann gut sein, dass er gegen die Top-Game-Teams auch einen Top-Game-Player dann nimmt und dann auf Gnabry geht. Also deswegen finde ich den Call von dir super. Also richtig gut. Okay, nice, mein Lieber. Ich gucke auf die Uhr. Wir sind unter 40 Minuten. Ein bisschen Schmacko-Fatz-Quickie-Time-Folge hier. Und gefällt mir ganz gut, weil ihr kennt den Guido, ihr kennt den Tobi. Der hat natürlich auch Termine. Der hat zu mir gesagt, Kerze, heute mal ein bisschen. Ne? Komm. Ey, Props aber an dafür, dich. Die letzten 2 Wochen warst du komplett pünktlich, Bro. Bin ich dir sehr dankbar für. Ja. Du hast richtig abgeliefert. Wie Kingsley Coman und Kimmich. Stark. Ich gebe alles, mein Lieber. Ich gebe aber, wir müssen noch picken, Kassim, bevor wir es wieder vergessen. Ja, um Gottes Willen. Aber wenn du zum Tanz bittest, dann bin ich natürlich dabei. So, wen hast du denn, mit wem tanzt du denn auf Key Player? Ich tanze den schönsten Walzer, den du jemals gesehen hast, mit Chris Führig. Er nimmt seinen High-Pick. Ich muss mit Granit. Ich muss mit Granit gehen, allein weil ich ihn bei Comunio habe. Granit, my player. Ja, du musst nochmal richtig jetzt was zeigen da. Aber die Punkte sind schon top, mein Lieber. Aber hau mal wieder ein bisschen mehr die Dominanz irgendwie aufs Terrain. So. Aber musst du kann natürlich nicht sagen, nicht ihm. Ich glaub, kann man nicht dafür alleine sagen. Genau, ja. Genau. Muss. Also, ne, bitte weiterleiten ans Team. So, dann auf Elite. Nadim Amiri, Safe Ball. Amiri, wir haben hier noch ein paar. Ich gebe Tom Bischoff. Geil, feier ich. Ja, finde ich gut. Ich finde Amiri aber auch cool. Deswegen hätte ich wahrscheinlich genommen, wenn du Bischoff genommen hättest. Nice. Und Weltklasse? Big Joshua, my man. Das habe ich mir schon gedacht. Und ich gehe mit Mr. Flo, bester Dribbler. Ich brauche die Dribblings auf Weltklasse. Räumchen. Nice, Räumchen. Mein Lieber. Und dann
können wir die Folge closen. Ich sag wieder, vielen Dank an dich. Hat mir wieder richtig Spaß bereitet. Und ich würde dir einfach das... Vielleicht hast du noch irgendwas, was ansteht, was du den Leuten noch sagen möchtest. Oder, was ich auch noch eigentlich vor der Folge gedacht habe, hast du noch irgendwie 3 Tipps, was man während der LSP gut machen kann? Oh, das ist eine geile Frage. Also ich, bei mir ist immer das Wochenende in der Landerski-Pause. Ich produziere die Videos immer vor, kommen immer Kaufspecials online. Und dann habe ich 3 Tage, wo ich so ein bisschen sozialisieren kann. Weil normalerweise bin ich am Wochenende für nichts verfügbar, muss all meinen Kollegen absagen und so weiter. Und habe dann nie die Zeit, irgendwas zu tun. Deswegen, werde ich an dem Wochenende mal ein bisschen, also kann ich euch auch empfehlen, ist was ganz Tolles, was mit Freunden zu machen, gerade am Wochenende, wenn ihr nicht Fußball schaut. ansonsten, was kann man noch gut machen? Ich bin gerade wieder im Schwimmfilm. Ich finde Schwimmen sehr geil. Also geht ins Hallenbad. Kann ich jedem empfehlen. Auch sehr cool. Springst du auch vor Brett? Ich habe krank Höhenangst tatsächlich. Okay. Also 1er, 3er und 5er ist gerade noch so okay. Aber ich könnte niemals von 7, 5 springen. Da habe ich zu viel Höhenangst. Nice. Ich bin in Griechenland mal von so einer Klippe gesprungen. Sieht auch so unathletisch aus, weil ich springe da wie so ein Angsthase. So zusammengefropft irgendwie. Naja, ich mir auch immer. So wenn Leute vom 10er springen, dann musst du ja irgendwas Cooles machen. Wenn du einfach runterspringst, ist so lame, dass ich es niemals machen würde. Hast du noch eine dritte Empfehlung? Dann haben wir 3. Auch, also ich habe gesagt, Freunde machen, schwimmen gehen. Was ist deine dritte Empfehlung? Dann haben wir es voll. Kollegen auch zu mir beim Sprung gesagt, ich soll dann Flip machen. Aber ich mache natürlich keinen Salto. Aber musst du dann natürlich machen, wenn es cool aussieht. Ja, genau. Schön auf dem Rücken dann und dann liegst du im Krankenhaus. noch ein Tipp. Die Frage war, was? Umzug. Was man auch immer gut machen kann am Wochenende. Umziehen. Oh. Weil ich ziehe gerade um. Nein, Scherz natürlich. Ja, ich finde, Freunde, chillen. Hell yeah. Chillen und Marktwerte gucken. Das ist einfach mal aufs Sofa. Oder nee, noch geiler, den Draft machen für die nächste Challenge. Da kannst du dich auch komplett verlieren. Da sitze ich gern mal 3 Stunden und ich blende hier mal die Zweitliga ein. Das ist doch die super Überleitung, denn da bin ich vorbeigerast am Kickbase Guide. Bei mir läuft es gar nicht mehr, muss ich sagen. Zweite Liga, ich bin am Einbrechen, Kessim. You find me auf Platz 51 und letzte Woche war ich sogar Platz 15 overall. Damn. Ja, ich nage nicht mehr an dir, ich bin schon vorbeigecruised. Wo bist du insgesamt? 51. Ich bin immer noch 78, ja, ich sehe es gerade. Naja. Stefanos, Shoutout an Stefanos auf Platz 61, einer aus meinem YouTube-Ligensystem. Welche Liga? Erste Liga? Nee, 3 oder 2, ich weiß gar nicht. 2 oder 3. Nee, bei mir ist er nicht. Deswegen, Champions League auch nicht, also 2 oder 3. Stark gemacht, der Bro. Nice. Einer muss es holen von uns. Wir schicken die Leute zum Draften und ins Schwimmbad und glaube, wir verabschieden uns für heute. Geil, mein Lieber. Hat mir wieder Freude bereitet. Yes, Sir. Wir sehen uns. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Jamal noch auf die 1 geholt und damit wünsche ich euch schon mal eine schöne Restwoche, weil morgen baue ich intern was und Freitag habe ich frei. Und damit wünsche ich euch schon mal ein schickes Wochenende. Tschüss.